Liebe Referendarinnen und Referendare, ich bin das UPLAPA, das Unterrichtsplanungspapier. Es ist ein langer Weg bis zur Lehrprobe. Unzählige Unterrichtsbesuche liegen hinter Susi. Susi ist Referendarin. Der Termin für die erste Lehrprobe steht. Nun muss Susi ihren UPLAPA-Koffer packen. In deinem Koffer ist doch bereits alles drin, oder Susi? Nein, das Kapitel 4 bereitet mir noch ganz dolle Bauchschmerzen. Ich finde einfach keinen Zugang zu den didaktischen Entscheidungen. Ich glaube, es sind so viele Aspekte zu beachten. Liebes UPLAPA, kannst du mir dabei helfen? Susi, was ist denn deine didaktische Leitidee? Denn diese steht über allem. Susi, finde Antworten zum Bildungswert und zur Sinnhaftigkeit. Für die Planung deines Unterrichts solltest du dich an einem didaktischen Konzept orientieren. Dazu möchte ich dir gerne jemanden vorstellen. Guten Tag, ich bin Wolfgang Klafki. Ich habe die bildungstheoretische Didaktik entwickelt. Susi, setze dich zunächst mit dem Gegenwartsbezug auseinander. Also welche Bedeutung hat der Inhalt bereits im Berufsleben der Schülerinnen und Schüler? Beziehungsweise sollte er haben? Mache dir außerdem Gedanken über die zukünftige Bedeutung des Themas. Die exemplarische Bedeutung zeigt der kleine Kreis. Dieser steht für den größeren bzw. allgemeinen Sinn- und Sachzusammenhang des Inhaltes. Im Rahmen der didaktischen Transformation kannst du dir die Frage stellen, wie sich der Unterrichtsinhalt auf die berufliche Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler übertragen lässt. Yeah! Motivation! Schaue dir im Rahmen der didaktischen Reduktion die Lernvoraussetzungen deiner Lerngruppe an und passe Umfang und Schwierigkeit des Lerngegenstandes auf den Unterricht an. Liebe Susi, achte auch darauf, dass der Lerngegenstand für die Schülerinnen und Schüler zugänglich wird, sodass aus einer geschlossenen eine offene Tür wird. Das waren nun ganz schön viele Informationen. Aber Susi, ich glaube ganz fest an dich. Puh, geschafft. Jetzt habe ich's verstanden. Der Koffer kann gepackt werden. Und das Beste ist, die 4 ist drin. Ich hab's verstanden. Und nun, auf geht's. Ich kann zur Lehrprobe schreiten.